Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin, auch ich bedanke mich für den Impuls von den Piraten. Subventionen können ihre Berechtigung haben. Sie stehen als öffentliche Ausgaben, aber in Konkurrenz zu allen anderen Ausgaben im Landeshaushalt. Eine kritische Betrachtung des Haushalts mit dem Ziel, überflüssige Subventionen abzubauen, ist für ein Konsolidierungsland auf jden Fall notwendig. Auf der anderen Seite darf und muss die Politik aber auch eine Steuerungsfunktion wahrnehmen. Subventionsabbau ja, einen schwachen Staat, dazu sagen wir Grüne aber nein. Wenn es in der Wirtschaft zu Strukturen kommt, die beispielsweise negative ökologische oder soziale Folgen haben, dann muss es Aufgabe der Politik sein, diese Effekte zu sanktionieren, und es muss auch möglich sein, gewünschte Verhaltensweisen zu fördern, solange die dazugehörigen Technologien und Marktteilnehmer noch nicht wettbewerbsfähig sind. Ich betone diesen Aspekt, weil man den Antrag der Piraten eben auch einem sehr marktradikalen Kern unterstellen kann. Denn neben der ökonomischen Nachhaltigkeit, Herr Kollege Breyer, müssen Sie zwingend auch ökologische und soziale Nachhaltigkeit berücksichtigen. Und das taucht in Ihrem Antrag gar nicht auf. Wenn man so macht, wie es bisher in dem Antrag steht, dann wird er, ich habe auch vernommen, dass Sie ja dialogbereit sind, aber wenn man so macht, wie es bisher in dem Antrag steht, dann wird der Subventionsabbau aus meiner Sicht inhaltsleer. Ökonomische, ökologische und soziale Folgewirkungen muss man halt eben zusammendenken. Wir Grüne glauben nämlich zum Beispiel, wenn man durch öffentliche Förderung den Anteil an erneuerbaren Energien, dafür ist unser Bundesland ja ein sehr gutes Beispiel, wenn der Anteil an erneuerbaren Energien durch öffentliche Förderung gesteigert werden kann und es ohne diese Förderung sonst nicht dazu kommen würde, ist der Einsatz der öffentlichen Mittel zumindest als Zwischenfinanzierung politisch sehr sinnvoll und ökologisch nachhaltig. Grundsätzlich bin aber auch ich der Ansicht, dass viele Subventionen nicht nur unnötig, sondern sogar schädlich sind, weil sie das Falsche fördern. Eines der bekanntesten Beispiele auf der Bundesebene ist das sogenannte Dienstwagenprivileg, was wir Grüne lieber früher als später abschaffen würden. Das Umweltbundesamt beziffert die umweltschädlichen Subventionen in Deutschland auf 48 Milliarden Euro. Das ist ziemlich viel Geld. Eine nachhaltige Politik muss sich eben auch an ökologischen Folgewirkungen messen lassen. Und die Milliarden, die in umweltschädliche Subventionen versenkt werden, und die Steuerprivilegien, die es bei Dienstwagen oder auch im Luftverkehr und durch die Energiesteuerbefreiung großer Unternehmen auch leider jetzt weiterhin gibt, die müssen aus unserer Sicht stattdessen für energetische Gebäudesanierung, umweltfreundliche Mobilität und Klimaschutz eingesetzt werden. Natürlich ist die Länderkompetenz gerade bei den Steuern sehr eingeschränkt, aber auch wir können Ansatzpunkte liefern und wir können Allianzen mit anderen Bundesländern bilden. Im Koalitionsvertrag steht, darauf hat der Kollege Breyer aus meiner Sicht zu Recht hingewiesen, dass wir uns für den Abbau von ökologisch schädlichen Subventionen einsetzen wollen. Und das haben wir auch bereits in einem Antrag im August 2013, wo es um eine sozial-ökologische Steuerpolitik während des Bundestagswahlkampfes, Thema hier im Plenum, ging, bestätigt. Mit einem Screening des Landeshaushalts oder einem Bericht können wir auch auf Landesebene mit gutem Beispiel vorangehen und die Grundlage dafür schaffen, Maßnahmen einzuleiten. Ich teile aber auch das, was der Kollege Winter gesagt hat, es müssen dann auch Maßnahmen folgen. Man darf den Bericht dann nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen. Beispiele aus der Vergangenheit zeigen nämlich, und dieser Bericht, den es bis 2004 gab, zeigen nämlich, dass es dann irgendwann eingeschlafen ist und der Bericht an sich irgendwie ein Selbstzweck war und man damit so ein bisschen sein Gewissen beruhigen konnte. Aber eine politische Folgerung, jetzt mal egal, welche Regierungskonstellation zu dem Zeitpunkt zusammengearbeitet hat, so ein bisschen zur Gewissensberuhigung diente, aber daraus keine konkreten Schritte gefolgt sind. Wenn profitable Unternehmen, weil eine besondere Relevanz haben aus unserer Sicht, halt eben Unternehmenssubventionen in dem Einzelplan 6 von Herrn Mayer, der ja auch hier ist gerade, wenn profitable Unternehmen noch zusätzlich gefördert werden und es zu Mitnahmeeffekten kommt, ist das zum einen ungerecht, es ist marktverzerrend und es kann nicht im Sinne von uns allen sein, dies dann einfach stillschweigend hinzunehmen. Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Bemerkung des Abgeordneten Breyer? Ja. Bitte, Herr Breyer. Herr Kollege, Sie haben ja darauf hingewiesen, dass Sie sich im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, schädliche Subventionen abzubauen, ökologisch schädliche Subventionen abzubauen. Da steht aber auch ein Satz, die einzelbetriebliche Investitionsförderung wird abgeschafft. Stimmen Sie mir zu, dass es Sinn macht, zumindest mal Transparenz in dem Bereich zu schaffen, um darüber nachzudenken, an welcher Stelle man da Änderungen vornehmen muss?
Ich glaube auch als Finanzpolitiker, dass wir beim Thema der einzelbetrieblichen Förderung auf einem ganz guten Weg sind und die einzelbetriebliche Förderung in der Form, wie es sie hier sehr, sehr viele Jahre gegeben hat, dank unserer Wirtschaftspolitiker so gar nicht mehr gibt. Und das aber, das wäre auch mein nächster Punkt in meinem Redeskript gewesen, dass wir insgesamt mehr Transparenz brauchen. Aber insgesamt mehr Transparenz bei den Subventionen heißt halt nicht, dass wir einfach nur sagen, Subventionen sind Subventionen sind Subventionen, sondern dass man sich schon mit konkreten Kriterien, die über Wirtschaftlichkeit hinausgehen, diese Subventionen und die Folgewirkung von Subventionen anguckt und dass wir Grüne da vor allem ökologische im Blick haben, das wird Sie nicht groß verwundern, aber ich glaube, dass auch nur dann Ihr Antrag Sinn macht, denn sonst wird er zu allgemein gehalten und sonst riskieren wir wieder da zu landen, wo wir 2004, also nicht wir beide persönlich, aber unsere Vorgänger hier im Parlament gelandet sind und dann ist zwar ein Bericht erstellt worden, aber es hat gar keinen Effekt, deswegen lieber an konkreten Kriterien und das glaube ich, kriegen wir im Ausschuss ganz gut hin und vielleicht haben wir dann ja sogar einen gemeinsamen Antrag, den wir dann hier beschließen werden. Vielen Dank.